wenn irgendwie nichts mehr geht, aber ein Match mit der ISO 152 geht immer, damit herzlich willkommen heute zu diesem Gameplay mit der ISO 152 von Pupskopf. Vielen Dank dafür. Und Headhunter One ist bei Ihnen im Platoon mit dem T-34. Jetzt bin ich schon sehr gespannt, weil eigentlich wäre jetzt die klassische Position erstmal immer für den TD, da wo der T-25-2 hier ist, aber scheinbar will er gleich ganz woanders hinfahren. Ist natürlich schön erfrischend, jetzt mal wieder ein bisschen was anderes zu sehen, und scheinbar will er sich jetzt erstmal hier in der Mitte aufhalten. Und oh, ja, das war mal ein schöner Treffer, den der Bulldog hier abgegeben hat. 910 Schaden, One-Shot, den Bulldog rausgehauen. Natürlich auch die Lols hier im Chat, aber klar, den muss man erstmal so machen. T28, da keine Chance. Das macht schon sein Kompagnon im T34 und der sieht schon, okay, da wird nicht viel passieren. Dementsprechend ab an die Front. Hier oben ist immer einiges los. Also da muss er aufpassen. Wenn er aber wie hier jetzt nicht so viel Probleme hat, kann er da natürlich auch sehr schön wirken. Gerade auf den T10 zum Beispiel oder den E75. Da ist er offen. Einen Schuss und schnell weg. Perfekt. Der eine Schuss ging über ihn drüber. So will man das natürlich. Super Pershing haut auch ab. Das war so der einzige, der ihn hier so ein bisschen gefährlich werden konnte. Aber wenn der jetzt auch weg ist, kann er hier oben das Plateau komplett für sich allein bespaßen. Oh, T10. Ach, hier ist halt einfach ein Monster, diese Kanone. So, da hinten war zuletzt der Waffenträger. Da aimt er jetzt ein und mal den Blindshot dahingesetzt. Keine Ahnung, ob der jetzt auch getroffen hat. Keine Ahnung. Ist da jetzt offen? Natürlich immer aufpassen, weil so gut die Kanone von dem Gerät ist, so anfällig ist halt auch mal dann die Panzerung. Denn da bekommt man ganz gern und schnell den Schaden rein. Auch wenn es jetzt hier noch Schlimmeres verhindert, aber der schnelle Schuss danach hat nicht funktioniert. Sein Kollege im T34 versucht jetzt da schon zu helfen. Er zieht sich jetzt hier zurück. So, und jetzt hier das Vor- und Zurückspiel. Jetzt kommt hier der T34 rum. Im Prinzip kann er ihm überall drauf schießen, weil ich wollte gerade sagen, den Schaden sollte er mit dem Durchschlag locker ins Ziel bringen. Und jetzt auch der Panther. Hier nochmal eine der Schellen. Absolut ins Ziel gebracht. Black Prince bleibt weiterhin auf ihm hier drauf. Scorpion geht da drüben offen. Aber da kommt er nicht drauf. Die Frage ist, wo ist denn der Waffenträger überhaupt? Probiert er nochmal einen Blindshot? Ja, er probiert es in der Tat. Und da sieht man, da war er auf jeden Fall falsch. Und man sieht auch, dass er ihn wahrscheinlich vorher nicht getroffen hat, weil sonst hätte der Schaden ein bisschen höher sein müssen. Scorpion G zieht sich gleich wieder zurück. Der Waffenträger, der ist leider gerade genau hinter dem Stein, auf den er nicht schießen kann. Das heißt, er muss wieder hoffen, dass der Scorpion G da rauskommt. Und das macht er diesmal auch. Da kann er den da wegfrühstücken. Zweiter Kill.
man kann halt bei dieser Kanone wirklich sagen, sobald man trifft, macht man halt auch in der Regel Schaden. Jetzt wartet er hier auf den Waffenträger, weil den will er jetzt diesmal sicher haben. Und beim Gegner ist auch noch eine ISO 152 am Start. So, jetzt hat der Waffenträger geschossen. Der hat nochmal einen rausgenommen. Jetzt kommt er dann ein Stück zurück. Und gerade so oben am Türmchen bringt er da den Schuss ins Ziel und macht hier seinen dritten Kill. Und das bei schon 4400 Schaden. Und die ISO, die ist noch rappelvoll. Als Gegner will man da natürlich nicht unbedingt auf die drauf fahren, so wie der T-43 hier, weil eigentlich würde ich mal vermuten, dass der T-43 gleich da zerstört wird. Kommt er da jetzt schon drauf? Ja, er kommt drauf. Macht er sich hier seinen vierten Kill? Klar, und der macht es aus der Distanz. Holt er sich da noch den Kill ab. Sehr schöne Runde mit 4991 Damage und das in 5 Minuten 46. Ein kleiner Happen heute mal für zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, weil ich schaue mir die ISO 152 immer liebend gerne an. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.